Mit den Trichtern, als die Schokowürfel abgeleitet werden. Ja. Das schon längst machen kann. Ja, ach. Gucken regt sich wenigstens auf dann. Los, Turtle, refuel dich schneller. Gib. So, die eine hat jetzt 75.000. Oder 3 ja. Stück. 3, 4, 5, ich habe hab einfach 6, mal, ich hab 7. aus Hyometer ein bisschen was an Kohle gemacht. Ja. Der genug Hyometer. Redstone, Glowstone und. Und Lapis. Ich weiß nicht mehr so viel. Shit, 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 shit. Was ist los? Was machst du? Ach, falsche Abdeckung da geballert. Boah, wo, wie war denn nochmal die für die Kohle? Was denn? Links oben, rechts. Warte mal, links oben, links ganz unten, rechts in der Mitte. Umgedreht. Umgedreht? Rechts unten. Oder so. Nein. Mal kurz ein bisschen Glowstone im Materator schmeißen. Bisschen. Ja, hab ich noch. Zack. Zack. So, noch ein bisschen von. Ah, das reicht. Oh, passt. Man hat ja immer alles. So. Wollen wir hoffen? Nein. Nein. Ne. Hab ich. Naja, willst du mich verarschen hier oder was? Hinten jetzt. Achso. Redstone. Da. Chausen schon wieder weg? Nein. Nö, das ist konzentriert. Oh mein Gott. Dann hätte die Schnauze, wenn er konzentriert ist. Kennst du schon, nicht? Ja, kenne ich schon. Vor allem, dass sie mich dann auch nicht stören. Vor allem lasse ich mich dann auch nicht stören, habe ich Nö. Gesehen. Oh, die hat 59.000, Alter. Hattest du zufällig noch Overclocker? Flash? Oh, kannst du dir wissen, basteln, weil ich noch diese Water Cells hab. Aber, wie viel ja, brauchst du denn? Elektrolyse Water Cells hab ich auch, ich brauch zwei Stück? Davon. Ja. Falsche Kiste, drei hab ich noch. Kann ich zwei haben? Ja, kannst du mich rausnehmen. Kannst du die super neue wieder machen. Danke. In der irgendeiner Dierkiste, die doppelt hoch geschabt ist. Ja. Ich glaube, so habe ich auch keine mehr, ne? Alles klar. Ich denke mal, ich werde alle Spiele in so einer halben Stunde hier abhauen. Ja. Warum? Schon was zu tun. Bleib schön hier. Schule, nix. Wie Schule? Schule, nix. Dann muss man wieder zur Schule. Ich hab Bock. Und? Und? Ja, und? Wo ist jetzt das Problem? Das frage ich dich. Die gesamten Ferien über nichts getan habe. Gar nichts. Null. Ja und? Habe ich auch nie. Ja. 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 Das erklärt alles. So, lass mal wieder heißen, ne? Er macht doch das, was er wollte. Oder? Edit bauen. Das Ding einfach bauen. Flash? Was? Du machst doch das, was du wolltest, ja. Oder nicht? Oh, wie ja. War denn das nochmal vor? 1,x oder umgedreht? Wie 1,x du Turtle Punkt Dick ab. Ich glaube, so war der richtige Befehl, nicht? Turtle Punkt was war nochmal Move ab? Ja, ich glaube, das war einfach nur Ups, ne? Ab. Und Place Under, irgendwie sowas war das? Boah. Ja. Eventuell kriege ich mal ganz kurz das Ding von Skate auf. Place Under. Weiß ich nicht mehr. Ich brauche noch die anderen Befehle. Der Sicherung komme ich erst dann ran. Wenn ich seine Festplatte mal kurz anmache. Natürlich alles live und professionell in der Aufnahme.
Sieht nice. Hier. Ja, das ist ja mal so wie in der letzten Aufnahme, wo du immer TS switchen gemacht hast. Dafür konnte ich nix. Ich hab das jetzt ausgestellt, dass mir Leute nicht mehr anstöpseln können, die keine Member sind. Ja, ich sag ja doch nichts dazu. Meine ja nur. Ja, jetzt geht das noch schlimmer. Er meint ja nur. Mein? Ich war schon mein. Das hier, das C3P von Sepp. Von Sepp. Sind die beiden immer. Hab ich schon gemerkt. Find den Scheiß jetzt nicht. Gehen wir kurz auf Sepps Seite persönlich. Hier, ne, Skate Seite. Welchen Befehl brauchst du denn? Skate 7 O2D Downloads. Ah, C3P. Hier geht's zum Dev Archiv. Mach doch eine Seite Skate7.de und dann verwechselst du die nicht mehr. Easy. Mach ich aber beide Seiten nebeneinander in 2 iframes dahin, nicht? Ja. Easy. Hey, don't care. Ist und nicht. Zip runter. Bei dem Bäder. Komm, gib. Hier ist ein 1,8. Das ist ein 1,88 MB. Aha. Das ist ein Zufall. Yay. Fall für Galileo Mystery. So, jetzt gib hier. Wo ist denn der Sch? Ach, warte, jetzt hab ich hier wirklich in Dev gezogen. It's magic. It's got a magic. Egal. Gut, dass die Leute bei mir die ganze Zeit nur das blinkende Teil sehen in der Turtle. Da drauf. Oh, ist nichts Neues. Ja, ich hab das halt drauf, so. Ein Tellerbrot und so, ne? Ich glaube, die Leute können das auch gar nicht sehen, weil ich ja nur Gameaufnahmen hab. Könnt ihr ja das Fenster hinzufügen? Ja, ich glaube, ich zeig dir das jetzt mal. Ah, Moment. Dafür hat man OBS. Too strong. Ja. Das ist das Gute an OBS. Dann kann ich das hier nämlich mal einfach direkt ins Fenster rein. Live. So, in der Aufnahme. Sehr professionell. Ja, natürlich. Vor 1,x. Turtle. Punkt. Dick. Ja. Dick ab. Turtle. Punkt. Punkt, ab. Punkt. Place. Lange ist mal. Haben wir den noch. Place. Ja. Jetzt muss ich eigentlich noch sagen, bevor er Place down macht. Ja. If. Turtle. Punkt. Slot. Wie war das hier mit diesem Slot Detect? Detect. Irgendwas mit Item, meine ich. Ja. Genau, get item count. If turtle get item count gleich 0. Turtle.select. Turtle.andert. Irgendwo war doch hier select. Oh, ich hab auch wieder nach vorne. Select. X. Genau. Gut. Und dann sage ich im Prinzip, bevor ich die Funktion mache, x gleich 1. Direkt X. Genau so, und dann gleich du. Gleich 0. Du X plus 1. Warte mal, kann man eine If- und eine Do-Anwendung hintereinander wegschreiben? Also if turtle.getItemCount slot number 1. Ne, ich glaube, du musst beenden. X gleich 0. Du x1, warte mal, ne, das sollte gehen. Du x plus 1 and turtle.select x turtle.place down turtle.punkt dig up, move up, place down, dig up, move up, place down. Okay. Und im Prinzip kann ich hier sogar noch eine if-Funktion einbauen. If turtle.detect, kann ich hier detect up gleich 1, aber das wird als Boolean ausgegeben, oder? If gleich true, to turtle.dig and. Kann man so schreiben? Turtle.dig du 1x, du n, fertig. Okay. Wenn das jetzt funktioniert, dann wäre das gnadenlos cool. Jetzt nehme ich als ausschreiben. Kann man copy and paste und dann muss
normalerweise, ja, dann machst du einfach erstmal Label Set, sonst hast du noch der Turtle wieder kaputt. Tja, jetzt bauen wir uns so. Ja, aber wenn das so klein ist normalerweise, dann müsst ihr das Bett einfügen. Wenn das größer ist, wenn das besser ist, dann haut er das voll durcheinander und nicht komplett rein. Wie war das denn in Lua mit Du? Ich weiß das ja nicht mehr. Lua Du. Lua für Anfänger. Nein, egal. Ja, warte mal. Oh, Variable, gleich anfangen, Du. Ich will eine If haben. Lua If. Off, sondern If. If. Was darfst du auf Lua? If. Ja, ja. Ach ja, das war Then. Ah. Then. Turtle.n. Erfahrungspunkte. Bauen. So, zack, zack, zack. Mal gucken, ob das funktioniert. So. Bauen. Zack. Bauen 20. Nein. Hä? Mano. Bauen. Nein, jetzt war ich nicht Mano, ist der Edit. Warte mal, X gleich 1. Vor. 1, achso, das ist natürlich dumm. Gefallen. Ganz ally. Oh, das reicht. Ja. Hab ich kein Rezept von gespeichert. Ach ja, das war irgendwas noch mit diesen Arguments. Wie habe ich das denn damals gemacht? Argument. Nur Argument. Dungeon, ach, das reicht. Bronx habe ich nix. Bronx und Tin war das, ne? Für was? Copper und Tin war das für Bronx, ne? Mhm. Kann man dazu schreiben? War das Lua Read? Also um einen Read zu machen, also um das. Ja, genau, I Read war das. Punkt. Na, wo ist runtergekommen? Bei mir nicht. Ist das ein IO-Punkt wie. Guck mal, was du dann lesen willst. Ich will nur was, dass der User was eingeben kann. Warum? Unexpected Symbol und Zeile 2, warum? Okay, achso. Das ist wirklich Klammern? Wie wollen wir denn IO-Read benutzt? Den Scheiß. Du kannst ja gleich IO-Read. Komm schon. So, dann was können sie alleine machen hier? Bin dann gleich. Oh. Den habe ich irgendwie am meisten. 3.y,1. Ja, Creeper, mach mal rum. Epsilon, du. Dankeschön. Scheiß Creeper, echt. Was war denn jetzt schon wieder? Über den Bomben gemacht bei mir. Hat er da ein bisschen was in die Luft gejagt. War eben irgendwie noch zur Meinung, dass das heim bleibt. Wegen dem Server und so. Weil die das dann irgendwie ausgestellt haben, weil zu viele Löcher waren. Und einige Leute nicht reparieren wollten. Ja. Ja. Nicht schon? Hm? Auf dem Server? Dass da einige, dass die Creeper-Explosionen draußen, also nicht an sind? Ich hab keine Ahnung. Also zumindest, dass da nichts kaputt geht. Da einige mal der Meinung sind, nichts zu reparieren zu müssen. Schon normal. Ja. Deswegen war ich eben echt kurz der Meinung, der Creeper macht doch nichts kaputt. Und da war das schon zu spät, wo ich dran gedacht habe.